TV-Überregional hier in Rauenberg bei dem Tierpark. Wir sind hierher gefahren, um auch Altpapier zu bringen und die Problematik Eselgehege auf dem Grund zu gehen. Stellen Sie sich mal bitte unseren Zuschauern vor. Hallo, ich bin der Axel. Ich bin Mitarbeiter im Tierpark Rauenberg und wir haben hier eine Altpapiersammlung ins Leben gerufen, um das Eselgehege zu finanzieren. Diese Altpapiersammlung findet ungefähr alle 6 Wochen statt. Die nächste ist zum Beispiel am 1. und 2. Juli, immer freitags und samstags. Und bei den angegebenen Zeiten, freitags von 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr und samstags 9.30 Uhr bis 13.30 Uhr, helfen wir den Leuten auch beim Ausladen vom Papier, um das in den Container zu bringen. In der Zwischenzeit, wenn jemand gerade schnell ausmisten möchte, hat er trotzdem die Möglichkeit, sein Altpapier herzubringen, haben Sie mir erzählt? Jawohl, wir haben 2 grüne Tonnen im Tierpark stehen, wo man jederzeit sein Papier reinschmeißen kann und es wir dann in den Container bringen. Aktuell sehen wir hier ungefähr das Ergebnis der letzten 2,5 Wochen. Und die Papiersammlung wird von der Bevölkerung sehr gut angenommen. Und wir erhoffen uns natürlich auch noch eine Steigerung. So, wo befinden wir uns hier, dass die Leute das wissen? Wir befinden uns hier am Eingang Bahnhofstraße am Radweg Richtung Rotenberg. Und auch hier steht eine Mülltonne mit der Aufschrift Altpapierabgabe, wo man das Altpapier reinwerfen kann. Und hier geht's nach Rotenberg hoch? Hier geht's nach Rotenberg hoch. So, wie wir sehen, direkt am Eingang? Hier am Eingang befindet sich die Altpapiertonne, wo man jederzeit sein Altpapier entsorgen kann. Und wir es dann in den Container entsorgen. Und das Schöne ist ja, hier wurde nachgedacht, es ist alles rollstuhlgerecht. Der komplette Tierpark bis zum Griechen hinten hin. Bis zum Griechen ist alles rollstuhlgerecht. Für unsere Mitbürger mit Handicap. Das Gehege hier ist demnächst Geschichte. Die Waschbären ziehen um, oder wie? Ja, also unser Gehege hier, das entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Und wir bauen deswegen gerade ein Gehege um, wo sie dann einziehen werden und deutlich mehr Platz haben. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Genau. Das ist ja wunderbar. Die kann man ja gar nicht zählen. So viel helfen hier. Ja, also wir haben heute hier Helfer von der SAP. Das haben wir öfter. Und das hilft uns halt, Projekte anzugehen, die wir alleine nicht stemmen können. Deswegen ist es ganz toll, dass wir die Unterstützung heute von 10 SAPlern haben, die sich darum kümmern, das Grundgerüst unseres neuen Waschbärengehege zu entrosten, zu streichen. Und genau, dass da bald der Zaun draufgezogen werden kann. Und das wird auch durch Sponsoren benötigt, das Material, was da steht. Wir haben schon Spenden gesammelt für den Umzug unserer Waschbären, weil wir das schon lange vorhatten, die umzuziehen. Aber natürlich, wenn wir jetzt in die Realisierung gehen, brauchen wir natürlich weiterhin Spenden. Wir haben jetzt den Zaun angeschafft, die Gittermatten, die da drauf kommen. Wir müssen noch einen Wasserlauf modellieren. Wir müssen dafür Kernbohrungen machen. Wir müssen noch ein paar Leitungen verlegen. Also es sind allerlei Sachen, die wir noch im Gehege machen müssen, um ein perfektes Heim für unsere Waschbären zu schaffen. Haben Sie eigentlich irgendwelche Schäden verzeichnen müssen nach diesem starken Unwetter? Das ist Gott sei Dank an Rauenberg eigentlich vorbeigezogen und wir hier im Park hatten bis auf ein bisschen Wasser in unserem Rehgehege eigentlich keine Schäden. Also das ist normal, bei starken Regenfällen steht Wasser bei uns im Rehgehege. Und jetzt gehen wir mal zu dem Thema Esel über. Ich folge Ihnen. Ja, kommen Sie mit. Diese Berichterstattung wird Ihnen präsentiert durch C.
700 Essen, Frühstück und Mittag? So ungefähr, ja. Das schätze ich, werden wir zusammenbekommen dann. Das ist kein Problem und das funktioniert immer einwandfrei. Jetzt sind wir in dem Gebäude, was wir eben von außen gesehen haben, wo gestrichen wird. Jetzt sind wir hier drin, ja? Genau. Das ist unser Seehaus. Hier sind im Moment provisorisch die Esel untergebracht, unsere Diamanttäubchen. Und hier im Hintergrund werden künftig unsere Waschbären wohnen. Und Sie haben hier noch allerlei Arbeit. Man sieht jetzt einfach nur einen Raum. Was wird hier geändert? Also hier kommt natürlich die Schlafkiste der Waschbären rein. Hier wird noch ein Wasseranschluss gelegt, damit sie auch innen frisches Wasser haben. Ein entsprechender Abfluss liegt schon. Und da muss noch ein Gitter eingezogen werden, weil alles offen ist. Wir haben da heute mit Hilfe der SAPler, die auch draußen arbeiten, hier drinnen alte Vogelvolieren weggerissen, damit wir hier einfach dann auch innen, damit unser Schlosser da durchstarten kann. Danke an die SAPler und danke an Dietmar Hopp. Genau. Das sind aber zwei Liebe, gell? Ja, das sind unsere Eseldamen Linda und Laura. Und für die soll jetzt ein neues Gehege, ein neuer Stall oder was gemacht werden? Ein neues Gehege. Da arbeiten wir im Prinzip schon seit letztem Jahr dran. Wir haben dafür alte Volieren abgerissen und das alte Wildschweingehege, sodass auch die Esel genug Platz haben. Also die werden einen Bereich kriegen, der ist gepflastert, der schnell abtrocknet, damit die Hufe immer schön trocken sind. Wir werden da noch einen Sandbereich dran bauen und wir werden einen Rasenbereich noch schaffen. Haben Sie ja viel vor. Ja, also es dauert auch alles ein bisschen. Wir machen ja alles ehrenamtlich. Unseren Park betreiben wir rein ehrenamtlich und deswegen dauert das einfach alles auch immer etwas länger. Sagen wir es mal so. Also, wenn sich jetzt jemand bereit erklären würde, euch richtig zu unterstützen, eine Handwerksfirma, Dachdeckerfirma, was weiß ich wer, die würden wir dann auch filmen. Die würden dann mit Namen genannt werden und das Team
mit dem Firmennamen auf dem Rücken, ist wurscht. Hauptsache, die kommen mit in den Film und unterstützen euch. Ja, also wir sind über jede Hilfe dankbar. Wir haben ja jetzt für das neue Waschbärengehege schon einen Schlosser, der uns unterstützt. Beim Eselgehege haben wir einen Landschaftsgärtner aus Rauenberg, der uns da aktiv unterstützt. Name? Das ist Walter Dalmagro von der Firma Happy Green. Ah. Der hat gewonnen auf dem Hocken, ja, auf dem Petit Fleur, ja, habe ich auch gefilmt. Genau. Und wir sind halt einfach auf die Unterstützung von so Fachleuten angewiesen und der hat im Moment sehr viele Aufträge. Deswegen haben wir jetzt einfach mal umgeschwenkt und unser Waschbärengehege vorgezogen. Aber die Esel sind nicht vergessen und da bitten wir einfach auch alle Besucher einfach um Verständnis. Das dauert einfach bei uns ein bisschen länger, weil halt alles ehrenamtlich ist und alles in unserer Freizeit geschieht. Laura. Sie will auch interviewt werden. Soll ich mich so hinstellen, damit man dich sieht? Sag mal hallo. So ist er? Sag mal hallo. Du auch? Sag mal hallo. Die Firma, die ich auf dem Gewerbeverein Rauenberg, Vorsitzender Herr Elsässer, Parkett Elsässer, gefilmt habe, der hat Ihnen auch schon geholfen. Nennen Sie jetzt den Namen. Die Firma Wiesendanger. Die Firma Wiesendanger hat uns im letzten Jahr mit einer 500-Euro-Spende ihrer Jahresspende unterstützt und über sowas sind wir natürlich froh. Wir haben hier enorme Kosten für Futter und vor allen Dingen für das Futter und natürlich auch die tierärztlichen Kosten, weil unsere Tiere ja alle von Tierärzten versorgt werden müssen und da sind wir über jeden Cent dankbar, den Rauenberger oder Gewerbetreibende uns spenden. Ja, so wie Gewerbeverein Rauenberg und Dachdeckerei, Wiesendanger, Dachdeckerei und Spenglerei, gell? Genau, ja. Die Familie Wiesendanger hat hier einen Dachdeckerbetrieb und eine Spenglerei und die unterstützen lokale Vereine jedes Jahr mit einer Spende. Ein großes Dankeschön an den Herrn Wiesendanger. Genau, da können wir uns nur anschließen, an Herrn und Frau Wiesendanger. Oh, let me ring your bells. I said 1, 2, 3, 4. Come on, y'all, get on the floor. Peace and equality. Let's stay together. Let's live in harmony. Herr Teufert, wir sind jetzt hier auf der Festwiese im Tierpark in Rauenberg. Genau, auf unserer Festwiese hier wird am Sonntag, 17. Juli, unser großes Sommerfest wieder stattfinden. Das machen wir jetzt schon zum dritten Mal und wir haben da tatkräftige Unterstützung. Also es werden hier 3 Bands spielen den Tag über und wir bieten natürlich auch alles für das leibliche Wohl. Vom Grill haben wir haben Flammkuchen, wir haben Kuchenbuffet und was das Tolle ist an dieser Veranstaltung, das ist quasi eine Benefits-Veranstaltung für den Tierpark.
Denn alle Künstler, die hier auftreten und zum Beispiel auch die Ton- und Lichttechnik, die verzichten alle auf Gage, auf ihre Gage und helfen uns so, möglichst viele Einnahmen zu generieren, damit wir hier unser neues Eselgehege möglichst bald realisieren können. Ab wie viel Uhr? Das Ganze beginnt ab 11 Uhr und dauert bis 22 Uhr. Und als Highlight wird ab 19 Uhr Uwe Jansen auftreten. Der ist in der Region ja bekannt und ist hier quasi unser Highlight. Aber wir haben auch andere tolle Bands. Davor spielt Street Rock, das ist eine neue Band. Und davor wird, sofern wir dann die endgültige Zusage kriegen, die Band Amber Hill hier auch noch spielen. Und es läuft dann auch regelmäßig jemand mit einer großen Kasse rum und sammelt die Spenden ein. Natürlich, aber wir haben uns auch was Tolles ausgedacht. Wir machen hier eine Tombola mit richtig attraktiven Preisen. Und da werden wir auch den ganzen Tag über die Lose verkaufen. Und mit diesem Geld, das fließt halt direkt ohne Abzüge in unser Eselgehege. Und die Tombola? Da werden ja auch Leute benötigt, die dann irgendwelche Sachen hier vorbeibringen. Also wir brauchen nicht nur Leute für die Tombola, da haben wir schon ganz schön viel Unterstützung, aber wir brauchen vor allen Dingen Helfer. Wir sind ein relativ kleines Team und wir brauchen einfach noch Unterstützung, sei es am Grill, sei es in der Spülküche, sei es im Getränkeausschank. Wer Lust und Zeit hat am 17., der ist herzlich eingeladen, uns hier zu helfen. Man kann sich anmelden über unsere Facebook-Seite. Das ist, wenn man eingibt, www.facebook.com/tierparkfreunde. Da findet man alles über unsere Veranstaltung und auch den Link, wo man sich zum Helfen eintragen kann. Wenn jemand kein Facebook hat, und das sind ja viele, wie ist die Telefonnummer? Man kann uns auch telefonisch erreichen. Natürlich, das ist die Telefonnummer 06-222-57-19-612. Da läuft ein Anrufbeantworter, da kann man drauf sprechen und wir freuen uns über jeden, der sich auch über diesen Kanal meldet. Wer E-Mail nutzen möchte, wer das Ganze an info@tierpark-freuen.de. So, das ist Ihre Spendenkasse. Hier ist der kleine Spendenschlitz. Hier. Und erzählen Sie mal was. Genau, also bei uns im Tierpark Rauenberg ist der Eintritt frei. Jeder darf hierher kommen und sich wohlfühlen auf unserem tollen Gelände. Und wir freuen uns natürlich über eine kleine Spende beim Nachhausegehen, weil wir einfach alles ehrenamtlich und nur als Verein machen. Und wir sind da einfach auch auf jede kleine Spende einfach angewiesen und freuen uns auch über jede kleine Spende, die durch diesen Schlitz dann eingeworfen wird. Vielen Dank, vielen Dank. Herr Teufert, seit wann haben Sie unter Ihrer Herrschaft diesen schönen Tierpark in Rauenberg? Also wir haben den Tierpark 2013 übernommen, ein ziemlich junges Team, alles Eltern mit kleinen Kindern und unser Ziel ist es halt, dieses Kleinod hier in Rauenberg zu unterhalten und zu erhalten und dafür tun wir unser Möglichstes. Wann wurde der Tierpark hier in Rauenberg gegründet? Also unser Verein wurde 1957 gegründet und in den nachfolgenden Jahren wurde der Park nach und nach hier gebaut. Was ist Ihr nächstes Ziel? Unser nächstes Ziel ist jetzt erstmal, das Waschbärengehege fertigzustellen. Das nächste Ziel darauf ist dann, das Eselgehege fertigzustellen. Und dann werden wir mal sehen, hier gibt es so viele Sachen, wir finden immer was, was zu erledigen ist. Der Tierpark Rauenberg hat das Glück, ein tolles griechisches Restaurant auf dem Grundstück zu haben. Das ist eine Symbiose, denke ich mal. Die einen wollen zu dem, die anderen wollen zu dem, richtig?
Ja, also unser griechisches Restaurant ist natürlich für viele auch ein Anlaufpunkt. Und ich kann das sagen, das ist wirklich ideal, gerade wenn man mit Kindern kommt. Man kann hier toll draußen im Biergarten sitzen. Die Kinder können auf unseren Spielgeräten spielen und es ist einfach herrlich, bei so einem tollen Wetter hier ein kühles Bierchen und ein schönes griechisches Gericht zu essen. Stell mir mal den Inhaber vor. Ja, also wir haben eine Wirtin, das ist die Carola Antonuklu und die macht das zusammen mit ihrem Sohn und ihrem Mann. Hallo. Christos ist der Sohn und ist hier auch immer mit von der Partie. Jetzt dürfen wir Sie mal kurz vorstellen. Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Christos. Wie lange haben Sie jetzt unter Ihrer Führung das griechische Restaurant? Wir haben es vor ein halbes Jahr übernommen. Und Sie machen alle Leckereien, die ein Grieche repräsentieren kann? Wir machen schöne Sachen, gute Qualität vor allem und schmeckt alles wunderbar. Wir haben einen schönen Biergarten, drin ist ein schöner Platz. Wie gesagt, ist alles gemütlich und was noch ganz wichtig ist, da können die Eltern schön kommen, sich hinsetzen, kühle Bier trinken und alles problemlos. Kinder spielen? Kinder spielen, einen schönen Spielplatz, ohne dass sie irgendwo rausgehen. Ist genug Platz da. Ein schönes Eis essen, gemütlich. So, und jetzt gleich die nächste Frage von den Zuschauern. Sind sie teuer oder sind sie günstig? Unsere Speisekarte ist sehr schön. Wir haben sehr günstige Sachen mit Vergleich mit anderen. Und das hören wir von allen Leuten, dass die Qualität stimmt und die Preise sehr gut sind. Das ist sehr schön. Und das heißt also, man kann einfach mit größeren Gruppen vorbeikommen. Bei Ihnen ist es gar kein Problem. Oder hier ist auch wunderbar für Biker-Treffen, dass da einfach mal 30 Motorräder, 30 Biker kommen. Die haben Platz, die können genießen, essen, feiern. So, wir haben genug Platz, auch vorne. Hinten dran haben wir auch genug Platz für Autos und Motorräder. Und wie gesagt, es können genug Leute kommen, auch ohne Reservierung ist genug Platz da. Und wir werden uns sorgen, dass alle was bekommen. Wir haben jetzt noch gar nicht die Adresse genannt. Wie ist eigentlich die Adresse? Das ist die Biergasse. Das ist am Braunberg Tierpark. Der Restaurant heißt Restaurant Zeus. Ja. Biergasse 17. 17, genau. Biergasse 17 ist es. Okay. Nur fürs Navigationsgerät, dass Sie es eintippen können. Sehr schön. Ja. Okay, dann ein letztes Wort noch. Viele Grüße an die Zuschauer von Ihnen. Viele Grüße und werde auf euch warten. Und ein Uso und einen kleinen Kuchen kriegen Sie auch noch dazu, ne? Sehr schön. Nach dem Essen. Gerne und voll Liebe. Ganz voll Liebe alles. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön auch. Tschüss. Einen schönen Tag noch. Da haben wir jetzt zweimal Thessaloniki. Da ist Gyros dabei, Bifteki, Arnises und schönes Tzatziki noch dazu. Und zweimal Patates gehören dazu. Prost! Zum Wohl! Zum Wohl! Prösterchen! Prost! Stößchen! Prost! 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 Wie gefällt es Ihnen hier im Tierpark bei dem Grieche Zeus? Sehr gut. Mir gefällt es deshalb auch, weil ich mit dem Fahrrad hierher düsen kann und jedes Mal das beste Essen kriege, was mir genau passt als Radlerin. Und was mir noch gefällt hier, ist, dass die Vögel, die Tiere und alles so lebendig und, wie gesagt, nicht auf dem Teller sind. Ich bin Vegetarierin. Also mir gefällt es wirklich gut. Ich bin sehr zufrieden, auch mit der Küche. Ja, deshalb komme ich immer wieder. Dankeschön. Sehr, sehr empfehlenswert. Sehr empfehlenswert. Und wie gesagt, ich habe jetzt heute einen Freund mitgebracht, der es jetzt auch gemerkt hat, wie gut es hier ist, ne? Ich werde ihn gleich interviewen. Ja gut, das wäre mal für mich auch interessant, was er dazu meint, wenn ich ihn schon mal hierher bringe. Möchten Sie noch Ihre Verwandten grüßen und Bekannten? Ja, die wohnen zwar in Baden-Baden, aber wer weiß, ob sie nicht mal das Internet anschauen. Ich begrüße euch und kommt mal irgendwann nach Rauenberg ins griechische Lokal. Im Tierpark Zeus. Ja? War super gut heute Abend.
Danke. Danke, danke. Wie gefällt es Ihnen hier? Also ich muss sagen, es ist ausgesprochen stimmungsvoll hier. Man ist umgeben von lauter Musikanten. Die Vogelwelt ist aktiv, hin und wieder mal ein Rasenmäher, aber das muss man aushalten können. Ansonsten gefällt es uns sehr gut hier. Ich bin sehr begeistert. Ich bin seit langer Zeit nicht mehr hier gewesen, bin auch mit dem Fahrrad hierher gekommen und muss sagen, die Fahrt hat sich gelohnt. Ja. Was haben Sie heute gegessen? Ich habe Lammkotelett gegessen und das war ausgesprochen gut und es hat genau die Geschmacksnerven getroffen, die aufnahmebereit waren. Sehr empfehlenswert. Ja, Preis-Leistungs-Verhältnis passt sehr gut. Möchten Sie auch Ihre bekannten Verwandten grüßen? Nein, lieber nicht. Das möchte ich lieber lassen, weil sonst würden die nur neidisch werden. Vielen herzlichen Dank. Ich bedanke mich auch. TV überregional für Sie unterwegs.